Welcome. Herzlich willkommen. Okay. Let's take a few moments just to notice what's happening in us at this moment. Lass uns ein paar Minuten nehmen, um zu merken, was in uns gerade passiert. Not to change anything, not to fix anything, no right, no wrong. Wir müssen nichts ändern, kein nichts richtig, nichts falsches. Just a simple noticing. Nur zu merken. What sensations are you feeling in your body? Was Empfindungen in dem Körper da sind? Notice where your body's using more energy than it needs to just be here. Einfach zu merken, wo der Körper mehr Energie braucht, um nur hier zu sein. Feeling your feet on the ground. Um zu spüren, die Füße auf dem Boden. And notice that you're present, that you're here. Und zu merken, dass du hier bist. So in this moment. So in diesem Moment. There's awareness. Es gibt Aufmerksamkeit, es gibt Bewusstsein. Ja. Yeah. If anyone's not aware, could they please raise their hand? Wenn jemand nicht wach ist, bitte die Hände hoch. So it's clear everybody here is aware. Das ist klar, dass jeder hier bewusst ist, oder? Ja. Okay. So there's awareness here. So es gibt Bewusstsein hier. And in that awareness, und in diesem Bewusstsein, through our five senses, durch die fünf Sinnen, we experience life, wir erfahren das Leben, time, Zeit, space, Platz, matter, Raum, Energie. So one way of saying it is that this moment, so zu sagen, in diesem Moment oder dieser Moment, is an experience to us. Es ist eine Erfahrung für uns. The world looks real. Die Welt scheint real. But what it is to us is an experience. Aber zu uns es ist eine Erfahrung. Or more accurately, sensations. Oder genauer Empfindungen. So we're here and we sense something, yeah? So wir sind hier und wir empfinden etwas. And part of what we sense is also what we call the body. Und ein Teil, was wir empfinden, heißt der Körper. If you've never explored that, take a minute to notice, how do you know you have a body? Wenn du das nicht erforscht hast, nimm einfach einen Moment, um zu merken oder um zu schauen, was der Körper ist. How do you know that you have a body? Wie weißt du, dass du einen Körper hast? Yeah. How do you know? Wie weißt du? You feel something, right? Du spürst was. Isn't it? Oder? Yeah. Which means that your body is also an experience, right? Das heißt, dass der Körper auch eine Erfahrung ist, oder? Your body is an experience. Der Körper ist eine Erfahrung. The world is an experience. Die Welt ist eine Erfahrung. Okay. All appearing in awareness in this moment. So alle erscheinen als Bewusstsein in diesem Moment. What do we have to do for this awareness? Was müssen wir machen, um dieses Bewusstsein zu? Do we have to do anything? Müssen wir überhaupt etwas machen? Or is it simply here already? Oder ist das Bewusstsein schon da? So I think if you look, you can see that awareness is here effortlessly. Yeah? Ich meine, wenn du schaust, du findest, dass das Bewusstsein schon da ist. And in that awareness, und in diesem Bewusstsein, the whole experience of time, space, everything is happening. Die ganze Erfahrung von Zeit und Raum passiert. So what is awareness? Was ist Bewusstsein? Can we say what it is? Können wir sagen, was das Bewusstsein ist?
Because if we look at it, weil wenn wir das anschauen, there's awareness here. Es gibt Bewusstsein hier. We're aware of seeing, smelling, tasting, touching. Es ist uns bewusst von zu schmecken, zu anzutasten, hearing, zu hören, zu sehen. But we can't sense awareness. Aber wir können Bewusstsein nicht wahrnehmen. Ja. Yeah. So we can, without awareness, we can't sense. Ohne Bewusstsein können wir nicht wahrnehmen. We're aware of thinking. Es ist uns bewusst, oder wir von Denken, es ist uns bewusst. But thinking also cannot enter awareness, yeah? Aber Denken kann nicht ins Bewusstsein. So gehen. We run into an interesting paradox. So wir kommt ein interessanter Paradox. Because there's awareness here. Weil es gibt Bewusstsein da. And it's, I usually like to have a conversation, but it's a little tricky with a room this big to invite you to speak to, together. Normalerweise hätte ich gern ein Gespräch, aber in diesem Raum ist es so groß, dass es ein bisschen schwierig ist. So, let's take a few moments to explore awareness. Lass uns ein paar Momenten nehmen, um das Bewusstsein zu forschen. Anzuschauen. What can we say about it? Was können wir darüber sagen? Can we say anything about it? Können wir überhaupt etwas sagen? What can we say about it? Was können wir darüber sagen? Es ist da. That's what we can say. It's here. Yeah? Das können wir sagen. Es ist da. Yeah. How big is it? Wie groß ist es? Does it have a dimension? Hat es überhaupt ein Dimension oder eine Größe? It's at least as big as the universe, right? Es ist mindestens so groß wie das Universum. Because the whole universe is appearing in it, yeah? Weil das ganze Universum erscheint darin. So experientially. So erfahrungsgemäß. There's an experience of this moment, yeah? Es gibt so eine Erfahrung oder es gibt eine Erfahrung von diesem Moment. And if we look, all we have is the experience of this moment. Wenn wir das anschauen, alles, was wir haben, ist die Erfahrung von diesem Moment. Nobody has more. Niemand hat mehr. Nobody has less. Yeah? Niemand hat weniger. That's it. Das ist alles. Just this moment. Nur dieser Moment. This experience. Diese Erfahrung. These sensations. Diese Empfindungen. Now what's interesting is that was interessant ist, most of us have not been conditioned. Die meisten von uns haben nicht die Konditionierungen to enjoy this moment. Um diesen Moment zu genießen. I don't know in Munich or wherever you're from what the habit is. Ich weiß nicht, wie es hier in München ist, wie die Gewohnheit hier ist. Whether your habit is to enjoy this moment. Ob deine Gewohnheit ist, diesen Moment zu genießen. In traveling the world, what I've found is that for most people, there's the habit of waiting for a better experience. Aus meiner Erfahrung durch meine Reisen, die meisten Leute warten auf eine bessere Erfahrung. Yeah, great. Okay. So just take a moment and see what the habit is in you. Nimm nur einen Moment, um zu schauen, was die Gewohnheit in dir ist. Are you here enjoying to the max? Bist du hier und genießt du bis zum Anschlag, Maximum? Danke. Or just a little bit? Oder nur ein kleines bisschen? Or not much? Oder nicht viel? Are you waiting to enjoy it till later, yeah? Wartest du später zu genießen? Just notice what the habit is. Bemerk nur, wie diese Gewohnheit ist. No right, wrong, good or bad. Kein richtig, kein falsches. Just to recognize what the habit is, what nur the conditioning zu erkennen, is, was yeah? Die Gewohnheit, was diese Konditionierung ist. And if you like, you can make an experiment. Wenn du es magst, kannst du ein Experiment machen.
and see if it's possible, um zu schauen, ob es möglich ist, to enjoy this moment, um diesen Moment zu genießen, for no reason, so auf grundlos. Grundlos, ja. And for some of you, für einige von euch, you may be able to enjoy a little bit. Es ist vielleicht möglich für euch, ein bisschen zu genießen. But a question that I have is, how much is it okay to enjoy this moment? Aber eine Frage, die ich habe, ist, ja, ist es wirklich okay, diesen Moment zu genießen? Is it okay to be ecstatic? Es ist okay, um ekstatisch zu sein? Or do you keep that for special occasions? Oder behältst du das für besonderen Anlässe? Weihnachten. And does it take a lot of energy to enjoy, or is it? Nimmt das viel Energie, um zu genießen? Or does it take more energy to enjoy than to not enjoy? Oder nimmt es mehr Energie zu genießen als nicht zu genießen? And just for fun. Und nur aus Spaß. If somehow you manage to find a way to enjoy just even a little bit. Wenn es so irgendwie, wenn es dir gelungen ist, nur ein bisschen zu genießen. And for some people, you know, if there's something's just been recently triggered, it might be difficult to enjoy in this moment. Und für einige von euch, wenn etwas ziemlich, wenn etwas ausgelöst ist, es kann sein, dass es ein bisschen schwierig zu genießen ist. And we can talk about that. Und dann können wir darüber reden. But for now, those that can access a little bit of enjoyment. Aber für jetzt, für diejenigen, die Zugang haben zu diesem Genuss oder die genießen könnten. What happens to your thinking? Was passiert mit dem Denken? Does it speed up? Geht es schneller? Slow down. Langsamer werden? Stop. Stoppen. What do you notice? Was bemerkt ihr? Relaxes. Es entspannt sich. Gets a little slower. For some it maybe stops, for some it gets slower. Für jene ist es so, bei einigen wird es langsamer, bei einigen hält es an. Was war die Frage? So we have awareness. So wir haben Bewusstsein. And we have the sensations of this moment. Und wir haben die Empfindungen von diesem Moment. Another way of talking about sensations. Anders gesagt, so um Empfindungen zu erklären. It's information, yeah? Es ist Informationen. Different wavelengths of energy. Verschiedene of information, Längen, yeah? Wellen von Energie, von Information. So here we are in this, yeah. So wir sind hier in dieser Ocean of information, yeah? Ozean von Information. And then there's, you could say, our habit of attention, how we relate to the information. Und dann gibt es diese Gewohnheit von Aufmerksamkeit, wie wir mit den Dingen umgehen. Our habit of attention, yeah? Our habit of focus. Unsere Gewohnheit von Fokus, von Aufmerksamkeit. Yeah. Ja. Now, how important is our habit of focus? Wie wichtig ist diese Gewohnheit von Fokus oder von Aufmerksamkeit? Is it important? Ist es wichtig? Because what hangs on our habit? Was hängt auf an diese so Gewohnheit? As far as I can see, so weit wie ich es sehen kann, the experience that we have of ourselves. Die Erfahrung, die wir von uns selber haben, and the experience that we have of the world, und die Erfahrung, die wir von der Welt haben, depends on our focus. Es ist abhängig von unserer Aufmerksamkeit. A certain focus and the world looks absolutely beautiful. Eine bestimmte Fokussierung und die Welt sieht wunderschön
And another focus and it looks less than beautiful. Und eine andere Fokussierung und es sieht weniger als schön. And we feel not so good, yeah? Ja, und wir fühlen uns nicht so gut. How does our focus affect other people? Wie kann unsere Fokussierung also andere Menschen beeinflussen? Does that make a difference? Macht das einen Unterschied aus? The way people meet you, if they meet you with a quality of attention that's beautiful, or if they meet you with critical or judgments or. Ja, wie die Menschen sich begegnen, wenn sie sich begegnen mit kritischer Fokussierung oder weniger Fokussierung. Does that make a difference? Macht das einen Unterschied aus? Ja. Ja. Okay. So. What's interesting to look at, was interessant anzuschauen ist, is most of us have heard about stress, right? Die meisten von uns haben von Stress gehört. So let's just look and see what happens when stress happens in us. Ja, lass uns einfach gucken, was passiert, wenn Stress passiert. So how I would speak about stress is that, wie ich Stress erklären würde, there's a feeling that happens. Es gibt ein Gefühl, das passiert. Of not having quite enough time. Dass man nicht genug Zeit hat, ein Gefühl von nicht genug Zeit zu haben. And that life starts to become a little bit serious, yeah? Und das Leben fängt an, ernsthaft zu sein. I don't know if any of you know it, maybe. Ich weiß nicht, ob so einige von euch das kennen. So. And you know, one thought is enough to have feel stressed, yeah? Ein Gedanke reicht, um Stress zu spüren. Yeah. Just what do I need to do today is enough, yeah? Was muss ich machen, ist einfach genug, um diesen Stress auszulösen. So, when we feel stressed, wenn der Stress kommt oder wenn wir uns so gestresst fühlen, how do we treat our own body? Wie gehen wir mit unserem Körper um, unsere eigenen Körper um? Do we listen to it? Hören wir den Körper an? Or we just push it like a third world donkey? Oder treiben wir ihn wie ein dritte Welt Esel? How do we treat other people in our lives when we're stressed? Wie behandeln wir andere Menschen in unserem Leben, wenn wir so angestresst sind? Other drivers on the road. So andere Fahrer so auf der Straße. Our colleagues. Unsere Kollegen. Even our children. Also auch unsere Kinder. Everybody, yeah? Jeder. How do we treat them friendly and nice? Behandeln wir sie freundlich und nett? Always. So the moment there's just a little bit of stress. In dem Moment, dass ein bisschen Stress kommt. Oder we don't really treat life very well, yeah? Wir behandeln das Leben nicht wirklich nett. How do we treat nature? Wie behandeln wir die Natur? What nature? Was? Natur? Welche Natur? I like to joke that animals. Es gefällt mir, um zu scherzen, dass die Tiere, they can feel if an earthquake's gonna happen or a tsunami. Sie spüren, ob ein Erdbeben passieren wird oder auch, ob ein Tsunami passieren wird. But if you're 5 minutes late for a cappuccino appointment with somebody, aber wenn du 5 Minuten zu spät zu einem Termin so auf ein Cappuccino kommst, how tuned in are you to whether a tsunami is happening or an earthquake? Wie bewusst empfindsam bist du, ob ein Erdbeben kommt oder ob ein Tsunami kommt? You're just in tune with making excuses and ja, du bist nur auf darauf eingestellt, so um Entschuldigungen oder Ausrede zu machen. So what happens when you get 6.5 or 7 billion people?
So, was passiert, wenn es 6 oder 7 Billionen Menschen gibt? Es gibt. All looking through the focus of stress. Und sie schauen nur so mit dieser Stressfokussierung die Welt an, durch diese Stressfokussierung. What kind of vibe or what kind of field does that set up? Was für ein Feld oder Schwingung ist da? Anxious. Ja. Tension. Pressure. Druck. Yeah. Wars. Krieg. Yeah. Everything, yeah? Alles. So, you know, we're at such a critical point in the human journey, yeah? Wir sind